Servus und herzlich willkommen zu dieser Feiertagsausgabe der Sportarena, in der heute Naturbahnrodlerin Sarah Bachmann zu Gast ist. Früher ist sie für Italien gestartet, jetzt geht sie für Deutschland in die Rennen und wurde gleich beim ersten Weltcup auch Siebte. Aber sie war ja auch schon Vierte bei der WM, also wir erwarten da noch viel, viel Steigerungspotenzial. Sie wird begleitet vom Sportwart für die Naturbahnrodler, von Thomas Niemitz. Und bei uns zu Gast heute ist der frühere Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele. Er ist mittlerweile Autor, er ist mittlerweile Filmproduzent, er ist Abenteurer, er ist Peter Schlickenrieder und hat einen neuen Film gedreht, der am 29. in der ARD laufen wird, zusammen mit der Paralympic-Star-Skifahrerin Anna Schaffelhuber. Der Film heißt Grenzenlos und hier zeigen wir schon einmal einen kleinen Einblick. Ein bisschen Sonne genießen, bevor es losgeht. Und ganz ehrlich, aus bildrechtlichen Gründen dürfen wir nicht mehr zeigen als das. Wir hätten gern mehr gezeigt. Aber der Mann, der das Ganze auf die Beine gestellt hat und dabei war, also alles miterlebt hat, der ist heute zu Gast und wir werden ausführlich darüber sprechen, über dieses Projekt Grenzenlos. Ich sage herzlich willkommen, Peter Schlickenrieder. Danke, freut mich, dass ich da sein darf. Jo, Peter, wir haben gerade ein paar kurze Bilder gesehen. Am 29. Dezember, ich wiederhole es nochmal und ich wiederhole es sehr gern, in der ARD läuft dieser Film. Ist das dann für dich so ein Moment wie vor einem Rennen früher, vor dem Langlaufrennen, vor dem Sprintrennen, Nervosität, Lampenfieber und Magengrummeln? Oder sagst du, alles gedreht, alles im Kasten, Film ist ganz cool, jetzt kann ich entspannt mich hinsetzen? Nein, das ist schon so ein bisschen Nervosität, bis das Ding dann wirklich auch läuft und sauber läuft. Man hat natürlich eigentlich, müsste man nichts mehr befürchten. Du hast ja technische Abnahme vorher, der Redakteur muss abnehmen. Also eigentlich kann nichts mehr anbrennen, es wird ja eingespielt auf die Festplatte. Aber mir geht es trotzdem so, weil da so viel Herzblut, so viel Energieleistung dahinter steckt, dass man da nervös ist. Also ich kann mir es nochmal extremer vorstellen, wenn man so eine Kinopremiere hat. Aber mir geht es im Kleinen schon so 30-Minuten-Film, das ist schon Nervosität pur. Hast du da ein bisschen Schiss, dass es vielleicht ein Flop werden könnte? Es geht ja immer um die Quote auch so ein bisschen dabei. Ja, hat man schon. Also beziehungsweise die Reaktion der Zuschauer ist mir wichtig. Also ich habe so in einem ganz kleinen Kreis jetzt schon mal so eine erste Vorpremiere gemacht. Also wirklich vor 50 Leuten, die Teilnehmer bei meinem Skilanglaufcamp waren, das jetzt eben immer kurz vor Weihnachten stattfindet. Und dort war das Feedback sehr, sehr gut. Also sehr viel besser, wie ich mir es eigentlich fast erhofft habe. Weil es ist ja kein ganz leichtes Thema. Es ist ja auch nicht was, was mal von Haus aus total Hype ist. Es geht so ein bisschen in die Tiefe, man muss sich, glaube ich, darauf einlassen. Und von daher ist es ja schon so ein Versuch, gefällt es am Zuschauer, kann er damit was anfangen, ist er so aufbereitet, dass er sagt, okay, da kann ich selbst was rausziehen. Ja, was ist es denn, wenn du jetzt schon sagst, da ist Tiefe drin, da ist alles drin. Der Titel Grenzenlos bezieht sich ja eben nicht darauf, dass ihr bei der Alpenüberquerung über Landesgrenzen schreitet, sondern es geht ja eher um menschliche Grenzen, um Leistungsgrenzen. Und du hast extra so gemacht, du bist nicht der Protagonist des Ganzen. Du hast nämlich mehrere Alpenüberquerungen schon hinter dir, sondern du hast jemanden genommen, für den das ja schwierig ist, sowas in Angriff zu nehmen, mit Anna Schaffelhuber, die eben seit ihrer Geburt ja querschnittsgelähmt ist. Genau, also sie ist ja eigentlich sogar mit einem Teilquerschnitt geboren. Das ist ja irgendwie das Dramatische an ihrer Geschichte, dass sie sozusagen ja noch bis zum 14., 15. Lebensjahr mit Krücken laufen konnte und sich die Krankheit peu à peu verschlechtert hat. Also das heißt, irgendwo im 15. Lebensjahr ist sie dann aufgewacht über Nacht und konnte am nächsten Tag nicht mehr laufen. Also war dann tatsächlich an den Rollstuhl gebunden. Und das finde ich schon mal eine dramatische Geschichte, wenn du laufen kannst und du weißt gar nicht warum und es verschlechtert sich permanent und irgendwann ist es dann eigentlich vorbei. Anna erzählt es ja sehr eindrücklich dann im Film, wie es ihr dabei ging oder wie sie damit umgeht. Aber von daher ist es natürlich schon ein Thema, wo man sagt, das geht ja sehr tief. Ich meine, klar, man spricht von Inklusion, also von den Behindertensportlern mit Nichtbehinderten zusammen oder einfach das gemeinsam zu machen. Aber darüber sprechen und das Erleben sind immer zwei paar verschiedene Stiefel. Aber warum hast du dann extra gesagt, es soll Anna Schaffelhuber sein oder es soll jemand sein mit diesem Hintergrund? War das von dir ausgehend oder habt ihr durch Zufall euch kennengelernt und habt mal dann gesagt, ach komm? Es ist eher durch Zufall. Also eigentlich diese Idee
mit der Alpenüberquerung kam eigentlich von einem Praxenthaler, also Skifahrer, paralympischer Skifahrer, eben auch Querschnittslähmung. Der hat einmal einen Film von mir gesehen und hat gesagt, Schlicki, das könnte man doch mal miteinander machen. Ich habe es dann leider nie geschafft, das umzusetzen oder beziehungsweise auch dann als Filmprojekt unterzubringen. Und jetzt hat sich einfach die Riesenmöglichkeit aufgetan, dass die ARD gesagt hat, wir wollen eigentlich den paralympischen Sport noch größer machen, besser darstellen, einfach um zu zeigen, was dort geleistet wird. Und eben Olympische Spiele, Paralympische Spiele sind einfach gute Möglichkeiten, dieses Sendefenster eben großflächig zu gestalten. Und dort kam mir die Idee, wo ich mir gedacht habe, wenn die ARD schon den paralympischen Sport größer machen will, dann wäre doch diese Idee von Praxenthaler, das wäre doch was man eigentlich jetzt umsetzen könnte. Aber dann hast du nicht ihn genommen? Sondern eine Frau? Nein, das war einfach dann, die wie gesagt hat, na gut, jetzt, wer ist aktuell einfach eine der herausragenden Sportlerinnen? Und dann ist die Anna Schaffelhuber eine der herausragenden. Und die habe ich schon mal kennengelernt beim Bayerischen Sportpreis, wo ich gesagt habe, ah, das könnte man auch vorstellen, dass die auf sowas Lust hat. Da muss man ja Lust haben als Athlet. Weil ich mache das mit den Athleten während ihrer Vorbereitungszeit. Also auch eine Anna Schaffelhuber trainiert Tag, Nacht. Und wenn sie nicht trainiert, dann studiert sie. Also der Terminkalender könnte nicht voller sein. Also folglich musst du das ja wirklich, muss derjenige Lust drauf haben. Und Anna habe ich so kennengelernt, die ist unternehmenslustig, die ist gut strukturiert, die versucht tatsächlich immer neue Dinge auszuprobieren, an ihre Grenzen zu gehen. Also nicht umsonst ist sie in ihrem jungen Alter schon so erfolgreich. Also das kommt meistens irgendwo her. 5-mal Gold bei den Paralympics, Gold, etliche Weltmeisterschaften. Genau. Und dann habt ihr euch irgendwann auf den Weg gemacht. Und jetzt sehen wir mal ein paar Fotos aus der ganzen Geschichte, die schon laufen. Wo seid ihr? Sozusagen ins Rennen gegangen. Ja, wir sind in Garmisch-Partenkirchen gestartet, lustigerweise im Skisprungstadion, was eben auch gleichzeitig das Stadion für den Gudiberg ist. Und Gudiberg ist so ihre Olympia-Vorbereitungsstrecke. Mhm. Also deswegen haben wir gesagt, ja, das ist ein guter Aufhänger, dann kannst du mir gleich dort ein bisschen was erzählen. Sie ist auch die Kandahar-Abfahrt schon gefahren. Also sprich, sie hat eigentlich schon eine sehr innige Beziehung zu dem Thema Skisport und Garmisch. Und deswegen war das eigentlich unser Ausgangsort für die Transalp. Und ihr habt das Ganze per Bike in Angriff genommen, genau. Du mit dem Mountainbike, sie mit dem, das nennt man glaube ich Hand-E-Bike, so eine spezielle Konstruktion ist das? Wir haben lange diskutiert, ob sie nur ihr Handbike nimmt, also ihr Handbike, ohne E-Motor-Unterstützung. Aber wir haben gesagt, es soll ja auch so ein bisschen Anregung sein für vielleicht behinderte Menschen, die sportlich sind, aber jetzt keine Hochleistungssportler. Also auch wenn ich ihr glaube, dass sie das schaffen würde ohne E-Bike, dann ist es, glaube ich, nachvollziehbarer für den behinderten Sportler, für den behinderten Interessierten, dass man sowas zusammen machen kann. Und das Lustige war tatsächlich, dass Hand-E-Bike und normales E-Bike perfekt zusammenpasst. Anders ja wie... Die passt dann aber jetzt ins Boot. Ja, das soll mir dann war das die Überraschung für Sie? Also sie wusste, sie muss dann irgendwann auch zum Rafting ins Schlauchboot steigen? Oder das hast du so während der Vater mal gesagt, so nach dem Motto, morgen... Wir haben es so grob, habe ich gesagt, kannst du dir vorstellen, sage ich, es geht ja weniger ums Höher und Weiter, sondern oder weniger auch ums Schaffen. Das kann man sich irgendwie vorstellen, dass man das schafft. Sage ich, aber ich würde gerne einfach verschiedene Elemente mit dir ausprobieren, Wasser und Luft. Dann hat sie gesagt, ja, kein Problem, total, habe ich Lust drauf. Dann habe ich gesagt, was muss ich beachten? Dann sagst du, ja, eigentlich nicht viel. Ich brauche halt ein bisschen Seitenhalt, aber sonst ist das alles okay. Mit diesem Wort Seitenhalt habe ich mir zu dem Zeitpunkt nicht viel anfangen können. Das ist mir dann erst klar geworden, wie wir da zum Raften gegangen sind, weil sie gesagt hat, sie braucht halt mindestens 50 Zentimeter, wo sie tief, genau, weil sie sich ja selbst nicht halten kann. Also sie kann nicht frei sitzen. Sie braucht immer irgendwas zum Festhalten oder zum Anlehnen. Also deswegen hat sie ja diesen Monoski, den sie hat. Das ist ja krass, wie eng der an den Körper geschnallt wird, also wie sie sich da rein sozusagen bindet. Mir ist es auch nach wie vor ein Rätsel, wie man, was für Feinkoordination man da haben muss, wenn man diesen Schlitten in diesem Highspeed bewegen will. Also für mich ist die Anna da schon faszinierend, was sie noch aus ihrem Körper rausholt und damit eigentlich Leistungen vollbringt, die wahrscheinlich manchmal medizinisch gar nicht erklärbar sind. Die auch oft, muss man ganz klar sagen, im Medial auch untergehen. Paralympics, ja. Klar, wenn Olympische Spiele sind, im Anschluss die Paralympics, das wird dann übertragen, da wird darüber berichtet. Ab und zu, wenn man eine Vorzeigeathletin hat, wie Anna oder einen Athleten, wie früher den Martin heißt er, glaube ich, gell? Martin Praxenthaler, ja. Dann wurde das auch mal gezeigt, dass es DWM gab. Ansonsten wird es so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und dann gibt es natürlich auch immer die Leute, die so sagen, ja, die behinderten Sportler, das wird ja nur gezeigt, damit so ein bisschen da dieser Quote gerechnet haben. Genau. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so Leute mal höre, dann habe ich so das Gefühl, dem könnt ihr jetzt mit Anlauf aber sowas von einem in die Fresse hauen.
weil er so einen Schmarrn erzählt und ja, ich bin gar nicht auch, sieht, was die wirklich leisten. Ja, ich bin schon auch dafür, dass es im Endeffekt, es muss spannend sein. Ich schaue mir Sport auch dann an, wenn es spannend ist, wenn ich mitfiebern kann. Und, aber ganz ehrlich, wenn ich einen Sport aus den Paralympischen Spielen vor mir habe, dann ist es tatsächlich diese Abfahrt, die Skifahrerei von Anna, von Martin Braxenthaler, weil die ja tatsächlich teilweise über die ganz normalen Pisten runterjagen. Und das ist ja mega spektakulär. Wo ich sage, das ist ja für mich was, wo ich sage, das fesselt mich. Da brauche ich mir gar nicht drüber Gedanken machen, ist jetzt ein behinderter Sport oder nicht behinderter. Das ist einfach faszinierend, was da passiert. Und von daher ist es, glaube ich, ist ja oft so die mediale Aufbereitung, macht so ein Rennen spannend. Und darum bin ich jetzt eigentlich ganz happy über die ARD, die gesagt hat, nein, wir machen jetzt bewusst, schauen uns das an, versuchen wirklich dort einfach die Spannungselemente rauszuarbeiten, nicht nur das soziale Gewissen. Das, glaube ich, ist ein anderer wichtig, dass sie einen tollen Sport machen, der spannend ist zum Zuschauen. Egal, ob sie behindert oder nicht behindert ist. Das Wort ist auch so, die einen sagen behindert, die anderen sagen Parasportler, die nächsten sagen Sportler mit Handicap. Also es wird auch mal so nach Schubladen gesucht. Ja, ja, genau. So ganz komisch, verstehe ich immer nicht. Also, dass da so viel ja, das ist ja eigentlich auch das Aufwand Schöne, weil ich habe ja auch so ein bisschen Hemmungen gehabt, wo ich gedacht habe, wie gehe ich jetzt mit der Anna eigentlich im Du und Du und im täglichen Miteinander um. Aber das ist einfach das Schöne, wo ich sage, man muss wirklich die Chance ergreifen, wenn man die Möglichkeit hat, was gemeinsam zu machen, tun, weil dadurch genau diese ganzen Hemmschwellen wegfallen, automatisch wegfallen. Man kann über gewisse Dinge lachen, weil ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe, wie sie jetzt in das Hotel reinkommt, wo eben 7 Stufen hochgehen. Dann erlebt man nämlich erstmal, wie geschickt eine Anna mit dem ganzen Thema, mit der ganzen Bewegung umgeht oder wie unkompliziert es ist. Man sagt, komm, jetzt helf mir halt einmal, wenn du schon so ein super Hotel aussuchst. Wo ich sage, ja klar, also da verliert man einfach, das ist ganz normal und man ist einfach dann tatsächlich auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man sich dann keine Gedanken mehr machen muss, muss ich jetzt Rücksicht nehmen, muss ich auf irgendwas aufpassen. Im Endeffekt muss ich einfach überhaupt nichts aufpassen. Es stellt sich automatisch ein, wenn man gemeinsam was macht. Und das ist eigentlich auch so das, was ich glaube, dass der Film transportiert, dass man einfach Hemmschwellen nur dadurch abbaut, indem man den Kontakt sucht. Und damit eigentlich ganz unverkrampft mit dem Thema umgehen kann oder mit in dieser Sportlergemeinschaft. Start in Garmisch, dann ging es weiter. Wir haben schon das Rafting auch dabei gesehen. Aber da ist ja noch was für Sie sozusagen im Petto gehabt, weil da schauen wir gleich rein, die nächsten Sachen. Wir sehen Sie jetzt hier nochmal durchschnaufen im Gras, aber es ging ja weiter. Wie viele Tage wart ihr insgesamt unterwegs? Wir waren 6 Tage unterwegs, also Garmisch, da sind zweite wir Station. Start. Genau, da haben wir dort. Können wir jetzt gleich auch noch sehen. Genau, da ist ein Fotoshooting gleich noch mit integriert. Sie nutzt ja jede Zeit. Wir waren dann im Endeffekt auch sozusagen in Seefeld, WM-Standort. Da haben wir auch thematisiert, weil sie ja politisch schon eine Meinung hat. Weil sie natürlich eigentlich gegen dieses überbombastische Olympia ist. Sie hat dann auch, glaube ich, an den Thomas Bach als IOC-Vorsitzenden ein deutliches Statement abgeliefert. Also fällt mir, wenn so ein junger Mensch sagt, nein, so kann es nicht weitergehen, das muss anders werden, das muss nachhaltiger werden. Wir sind dann weiter über den Brenner Hauptkamm. Und dann in die Luft gegangen. Genau, in Molveno, über diesem wunderschönen Lago di Molveno. Sind wir dann eben Paragliden gewesen. Das war natürlich, das war, glaube ich, so das faszinierende Erlebnis. Ich habe richtig Muffe gehabt. Die Anna war eine coole Socke, hat sich richtig darauf gefreut. Weil ich habe ihr gesagt, wenn das zu schwierig wird, sag einfach nein, lass das sein. Dann sagt sie, komm, Schlicki, du hast doch bloß Muffe sausen. Sag ich, stimmt, genau so ist es. Hat mir Überwindung gekostet. Die Anna hat es von der ersten Sekunde weg genossen. War, glaube ich, echt im Highfly und von daher waren natürlich diese Dolomiten, die da im Hintergrund ist. Man ist ja direkt an den Brenner Dolomiten dran, ist ja eine traumhafte Region. Und dann eben runter bis zum Gardasee. Und wenn du dann eben am Gardasee ob es jetzt in Riva oder Torbole stehst, dieser Blick in dieses Gardaseemeer, in dieser Abendstimmung, das ist schon, da fällt einfach viel Last ab und macht einfach das ganze Erlebnis, rundet so richtig ab. Wie ist es dann aber in dem Moment? Ich meine, da geht ja was zu Ende. Also nicht nur diese Alpenüberquerung, diese sportliche Herausforderung, da endet auch so ein bisschen die Filmaufnahmengeschichte. Du weißt, jetzt ist an der Stelle ist mal so ein gewisser Schlussstrich. Schwer loszulassen im Moment? Oder war es so, dass ihr nach den Tagen gesagt habt, so jetzt ist mal schön, dass wir auseinandergehen können, weil sonst hauen wir uns vielleicht mal die Köpfe ein? Nein, ich bin so zweigeteilt. Also der Filmproduzent Schlickenrieder, von dem fällt eine Riesenlast ab. Der geht einmal durch, haben wir alle Bilder, aber für den ist jetzt durchatmen. Verantwortung für die Kameraleute, für den Tonmann, für die ganzen Bewegungsformen, die du organisiert hast, dass es dann alles klappt, das ist ein Mordsstress. Für den Sportler, für den Sportkameraden von der Anna,
für den ist schade, weil wir haben uns zusammengefunden, wir haben uns verstanden, wir haben uns viel, viel besser kennengelernt, wirklich Tag und Nacht, übertrieben gesagt, miteinander verbracht, brenzlige Situationen erlebt, Paragliden wurde zigmal verschoben, weil der Wind so zu stark war, dann wieder angepasst, dann doch in die Luft gegangen mit einem gewissen Risiko. Raften war genauso, weil wir nicht gewusst haben, ist die Konstruktion, die die Italiener jetzt da angefertigt haben, funktioniert die auch wirklich? Der Fluss hat relativ viel Wasser gehabt. Also man geht schon so durch Höhen und Tiefen und man merkt eigentlich, wie man sich gegenseitig dort ergänzt. Also Mut macht und sagt, komm, das geht schon. Wechselweise, ja, die warten wir halt auf den Kameramann. Und dann, sage ich mal, der Sportler ist dann ein bisschen traurig, dass es zu Ende ist. Der würde gerne noch weiterfahren bis ans Meer oder würde es einfach fortsetzen, weil es richtig Spaß gemacht hat. Wenn wir sportlich gut zusammenpasst haben, wenn persönlich gut zusammenpasst und einfach also von unserer Auffassung, wie wir Dinge angehen, wie wir Grenzerfahrungen, Grenzen verschieben, Grenzerfahrungen verwerten. Wie war es unterwegs? Also war das wirklich so ein sportliches Miteinander oder musst du sie oft auf dich warten, damit du mal wieder Anschluss findest, weil sie dir davongefahren ist? Also ich habe tatsächlich gedacht, dass ich sehr viel Rücksicht nehmen muss, dass ich bei Handbike, wenn man nur mit Armen schieben kann, das kann ja gar nicht so effektiv sein. Es war aber komplett anders der Fall. Das heißt also, sie war gut organisiert. Wir haben im Endeffekt zwei Batterien für das E-Bike von ihr dabei gehabt und das war absolut auf Augenhöhe, bis dahin, dass für mich natürlich tendenziell, wenn einfach die Etappen länger geworden sind, steiler geworden sind, muss ich schon ganz schön treten, da sie einfach wirklich Power machen können. Aber summa summarum war das wie, wenn zwei relativ gleich starke Mountainbiker miteinander fahren und einer halt mal einen besseren Tag hat und der andere einen schlechteren. Also so minimal. Und das ist aus meiner Sicht perfekt. Perfekter geht es fast nicht, weil wenn du meinetwegen mit deiner Freundin fährst und sie fährt mit dem E-Bike, dann ist ja das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dann kannst du mit dem normalen Radl nicht mehr mitfahren. Hier hat es perfekt gepasst. Was bleibt jetzt so danach für dich? Also vom Gefühl her, dass du sagst, jetzt habe ich was getan für diesen Gedanken Inklusion. Ich habe was getan, um eine Sportlerin bekannter zu machen, um vielleicht diesen paralympischen Sport, so nehmen wir es jetzt einfach mal, wieder mal in den Blickpunkt zu rücken. Ja. Gerade auch mit Hinsicht, es kommen ja bald die Olympischen und eben auch die Paralympischen Spiele. Oder sagst du, ich habe einfach einen schönen Film gemacht? Also in erster Linie habe ich mal einfach einen Freund besser kennengelernt. Also ich würde die Anna Schaffelhuber einfach als Freund bezeichnen, die ein sehr erfolgreicher Mensch ist. Und wir sind uns einfach näher gekommen, wir verstehen uns einfach. Also wo ich sage, da macht es jederzeit wieder Spaß, ob Film machen oder nicht, was gemeinsam zu machen. Also da hätte ich jederzeit wieder Lust, wenn Anna anruft, sagt du, ich würde das und das machen, hast Lust mitzukommen. Dann würde ich da gerne mitfahren. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der nicht bloß einer großen Menschheit Vorbild sein kann, sondern der mir auch in einer gewissen Weise Vorbild ist, wo ich sage, es kann schon einmal schlimmere Schicksalsfälle geben, wie du gerade vielleicht im Moment mit deinen Problemen zu tun hast. Also der Vorbildscharakter ist für mich dann, war erlebbar und ich glaube, ist auch im Film transportiert worden. Dass wir dort ein inklusives Projekt gemacht haben, das war für mich am Anfang gar nicht so im Vordergrund. Mir hat einfach die Anna interessiert. Mir hat ihre Herangehensweise an die Vorbereitung von neuen Erfolgen interessiert. Dass es jetzt auch noch Inklusion ist nett. Das ist für mich eher so Beiwerk. Aber wie gesagt, zwei Freunde haben irgendeine Tour unternommen, haben verschiedene Elemente ausgetestet. Und ich glaube, ich, wie der Zuschauer, erfahre so ein bisschen das Geheimnis oder das einfache Geheimnis, wie man so erfolgreich sein kann mit so vielen Bausteinen, mit so vielen Hürden, die man überwinden muss. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich so das Ziel für mich ist, dass man das transportiert, dass es jedem so eine kleine Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Du hast auch schon einen Film gemacht mit Laura Dahlmeier zum Beispiel. Ja, da werden viele sagen, Mensch, Biathlon-Königin, fünfmal Weltmeisterin geworden und jetzt gerade Sportlerin des Jahres. Wenn du das vergleichst mit Laura Dahlmeier, die ja wirklich eine junge, ehrgeizige Sportlerin ist, die war damals auf dem Berg. Also ihr habt ja beim Bergsteigen in einer anderen Umgebung einfach mal als dieses bekannte Skilaufen, Schießen, Biathlon-Geschehen, da habt ihr sie abgebildet. Und dann jetzt sozusagen mit Anna Schaffelhuber. Wo waren denn so die besonderen Gegensätze vielleicht? Ja, ich würde vielleicht mal eher beim Gemeinsamen anfangen. Also das Gemeinsame oder das, was ich festgestellt habe an der Art, wie ich Film mache, mit den Protagonisten entsteht eine Nähe, entstehen Geschichten, man unterhält sich, wo ich sage, okay, das sind Erlebnisse, die ich schon gehabt habe, die man wieder sieht, die man bei aus jungen, erfolgreichen Sportlern sieht und du siehst Dinge, was die anders machen wie andere und warum sie vielleicht deswegen auch so erfolgreich sind. Und das ist, denke ich, schon mal die wichtige oder die Gemeinsamkeit, die ich dort entdeckt habe. Der Unterschied ist jetzt vielleicht, dass eine Laura Dahlmeier halt eben ihr Berghobby noch intensiver frönt und in dem Sinne noch mit einem größeren Mediendruck
zurechtkommen muss, der auf so eine junge Sportlerin einströmt. Und Anna Schaffelhuber natürlich mit dem Thema Ausbildung, Zukunftsgestaltung, das sie parallel betreibt, natürlich schon ein krasses Pensum bewältigt. Also sagen wir, das, was bei einer Laura Dahlmeier der Mediendruck ist, ist bei einer Anna Schaffelhuber Studium, das sie sozusagen ohne große Lücken knallhart durchzieht. Also ich sage auch wieder die Gemeinsamkeit, beide bewältigen ein gewaltiges Pensum, sind gut strukturiert, sind klar in ihren Entscheidungen und unerschrocken. Beide eine coole Socke, die von nichts zurückschrecken, einen gewissen Grad an Planung letztlich machen, aber immer die Lücke lassen, komm, jetzt packen wir an. So nach dem Motto, Laura bringt es ja mit ihrem Spruch, scheiß da nichts, dann fällt da nichts. Auf den Punkt, wo man sagt, man kann planen, man kann alles vorbereiten, aber am Ende des Tages muss irgendwann anfangen und tun. Am 29., wie gesagt, läuft er in der ARD. Und zum Abschluss natürlich die Frage, was steht denn jetzt dann an für dich an Planung? Ich meine, jetzt hast du mit Laura Dahlmeier, mit Anna Schaffelhuber zwei Sportlerinnen aus dem Wintersportbereich gehabt. Wird es eine Triologie? Viktoria Remsburg hat schon zugesagt, ja. Oder was? Was ist in sozusagen in der Schleife? Also was in der Schleife ist, für mich ist immer so das Abenteuerthema, das Draußensein, ob das auf dem Radl ist, ob das im Endeffekt auf den Skiern ist. Das ist das, was mich persönlich begeistert, wo ich eigentlich glaube, dass man einen Raum schaffen, wo man Vertrautheit schaffen, wo man Geschichten sich erzählt, die man vielleicht sonst beim Interview nicht erzählen würde. Und deswegen ist natürlich am liebsten, würde wieder auf die Ski gehen. Ich habe eben mit einem Ritschek schon gesprochen, der natürlich im Moment einer der erfolgreichsten Kombinierer ist und wahrscheinlich die Figur werden wird bei Olympia. Und der Johannes Ritschek, auch Sportler Johannes, des Jahres, genau, nordischer Kombinierer, genau. Heiße Medaillenhoffnung, ja klar. Heiße Medaillenhoffnung und der Johannes ist halt einfach auch ein Outdoor-Sportler par excellence, ähnlich wie es Laura Dahlmeier ist, ähnlich wie es Anna Schaffelhuber ist. Und das macht mir Spaß, weil dann können wir uns Projekte überlegen, wo ich sage, okay, ich war in der Gegend noch nicht, zeig mir deine Heimat oder zeig mir das oder erarbeiten wir es uns gemeinsam. Weil der auch, glaube ich, wenn das Projekt so ein gemeinsames Projekt ist, dass nicht ich sage, ich mache jetzt das und du kannst mitmachen, sondern es ist ein gemeinsames Thema, wir überlegen uns die Strecke, wir überlegen uns die Dinge, dann ist das was, was im Endeffekt sich auch gut auf Film bannen lässt. Und von daher wäre eigentlich so der Johannes Ritschek der nächste Kollege, der anstehen würde, mit dem ich gerne auf Tour gehen würde. Oder nach grenzenlos, vielleicht ein Film mit Dr. Thomas Bach als IOC-Präsident, der heißt Gewissen oder so. Ich meine, so politisch will ich da gar nicht werden. Also, ja. Ich denke, da haben die Sportler oft den größeren Einfluss. Das sind die Leute, die im Rampenlicht stehen, die sollen ihre Meinung kundtun und auf das muss man hören. Und ich glaube, Thomas hört schon sehr genau hin, aber hat natürlich auch seine Rahmenbedingungen, wo er sich sehr schwer tut, Dinge zu verändern. Peter, ich danke dir, dass du da warst. Ich werde mir anschauen, den Film auf jeden Fall. Freut mich. Und ja, drück die Daumen, dass er wirklich ein Quotenbringer wird und dass du weiterhin gefallen soll. Solche Sachen. Quotenbringer ist mir gar nicht so wichtig. Ja, ich glaube, wenn die Leute den anschauen, wenn er gefällt, wenn er inspiriert, dann habe ich das Ziel erreicht. Also du hast auch die Möglichkeit, wieder mal weitere Sachen anzupacken, die dann so laufen werden in so einem großen Rahmen. Wäre schön. Danke, dass du heute da warst. Gerne. Vielen Dank. Die deutschen Naturbahnrodler sind in den Winter gestartet und bei den Frauen waren sie schon richtig gut dabei. Drei Fahrerinnen kamen beim ersten Weltcup unter die Top 10. Als Beste dabei auf Platz 7 Sarah Bachmann. Ja, und die ist neu im deutschen Team, ist von Italien rüber nach Deutschland gewechselt und sitzt heute hier in der Sportarena zusammen mit Thomas Niemitz, dem Sportwart der Naturbahnrodler beim Bob- und Schlittenverband. Ich sage herzlich willkommen Sarah, herzlich willkommen Thomas. Hallo. Hallo, danke, dass wir da sein dürften. Ja, sehr gerne. Ihr seid ja quasi mit einem Erfolg hier ins Studio reingerodelt. Wobei Sarah fast schon so ein bisschen noch an diesem 7. Platz knabbert. Klar, wenn man schon mal bei einer WM Vierte war und auch im Weltcup sonst etwas weiter vorne ist, dann ist Platz 7 nicht zufriedenstellend, Sarah. Was sagst du? Nein, ich bin sehr zufrieden mit Platz 7. Also durch den, dass ich im Heuer Nation gewechselt habe, ist das ganze Material neu für mich. Und dass es auf Anhieb schon 7. Platz ist, hätte ich mir nicht gedacht. Wie ist es denn für dich jetzt so, als vormals Italienerin, man hört es ja auch noch gut raus, du bist aus Südtirol, aus Latsch und startest ja nun für Deutschland. Ist das jetzt ja, so ein bisschen anderes Gefühl, dass man sagt, oh, man hat so ein bisschen die Nation gewechselt, Italia ist weg und das Herz muss jetzt für Deutschland schlagen oder was ist es? Na, also ich lebe in Südtirol, ich arbeite in Südtirol. Es ist einfach, ja, ich starte halt für eine andere Nation. Ja, Herz, ja, das schlägt für beide Nationen und mir passt eigentlich recht gut so. Wir können gleich nochmal darauf eingehen, warum dieser Wechsel sich sozusagen vollzogen hat und mit welchen kleinen Etappen es absolviert werden musste. Jetzt wollen wir dich in Aktion sehen. In Kütahya war Auftakt in den Weltcup.
Du darfst selber mal deinen eigenen Lauf ein bisschen sozusagen analysieren und schaust da gleich mal rüber. Da bist du nämlich beim Start. Leg los, weil es geht ja schnell. Das ist ja eine kurze Strecke. Ja, also wir sind gestartet und da kam schon die erste Kurve. Wie man sieht, nicht optimal. Kopfschütteln. Ich war gleich unzufrieden so? Ja, also das war der zweite Lauf. Da wollte ich noch mal richtig Gas geben, um nach vorne zu fahren. Die Linkskurven sind mir leider nicht gelungen. Fehler drin gehabt. Die Kurve war sehr entscheidend, ob ganz hinten war oder weiter nach vorne. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich schon in die letzte Zielkurve. Ja. Und dann geht's bis unten rein und. Genau. Boom, leider war mein. Mit einem Bums in die Bande, weil du hast das Tempo nicht halten können oder weil du eben doch so ein bisschen unzufrieden warst, bist du dann mal richtig so rein, so, ah, da muss doch noch Energie raus. Na, der Zielauslauf war für mich zu kurz zum Bremsen. Ach also so. Ich hab's nicht verbremst und dann ging's halt in die Bande. Okay, du hast gesagt, siebter Platz, du bist ganz zufrieden. Das heißt, ganz zufrieden, weil es ist ja eine Umstellung für dich, du fährst ja jetzt mit anderem Material. Du nutzt jetzt andere Schlitten, andere Rodel. Hoppala, ich habe es jetzt gerade noch korrigiert, nicht, dass ich gleich von Thomas so eine mitkriege. Also sprich, ein neues Umstellen, ein neues Rodeln für dich? Das Rodeln bleibt immer das Gleiche. Es ist halt, ja, anderes Material. Man muss noch viel testen, ob es nachher besser wird, schlechter wird. Aber nein, wir haben es jetzt mittlerweile schon ziemlich im Griff. Und ja, jetzt auf den nächsten Weltcup. Und von Januar hoffen wir, dass er weiter nach vorne geht. Warum jetzt eigentlich dann der Wechsel? Also warum weg aus Italien, weg von der italienischen Mannschaft und hin zur deutschen? Die sich sehr freuen, weil sie mit dir natürlich eine mögliche Top 5, vielleicht sogar Top 3 Fahrerin haben. Ich habe neue Herausforderungen gesucht, muss ich ehrlich sagen. Und die habe ich im deutschen Team gefunden, habe mit denen geredet. Und die haben eigentlich schnell zugesagt, dass sie mich wollen. Und ja, jetzt neues Team, neues Material, neue Herausforderungen. Ja, muss ich nachdenken. Neue Herausforderung heißt, du warst ein bisschen unzufrieden, wie es so in Italien läuft, so wie es da mit der Mannschaft dann ist, oder was? Nein, wir sind eigentlich von Italien aus sehr gut aufgestellt gewesen. Materialmäßig hat auch alles gepasst. Aber ich habe mich eigentlich ja, einfach mal etwas Neues gewählt, ausprobieren. Ja, deswegen Nationenwechsel. Thomas, war sie überrascht, dass Sarah, also hat sie selber nachgefragt oder war es in so einem Gespräch, habt ihr rausgehört, oh, so, da ist so ein bisschen was, die würde vielleicht gern was Neues anpacken und klar, dann nimmt man noch so eine. Sarah hat nachgefragt und wir kannten ja, oder ich kannte Sarah ja schon länger, kannte ihre Erfolge und wenn es von ihr aus gewollt ist, dann nimmt man natürlich eine gute Athletin auf, das ist gar keine Frage. Ist es schwierig, so ein Nationenwechsel? Also es gibt ja Sportarten, wo das fließend geht und dann gibt es andere. Wir hatten das jetzt gerade beim Eiskunstlaufen mit dem Bruno Massot aus von Frankreich, der jetzt dann ja mit in Deutschland zusammenfährt im Paarlauf. Und da war es ja ein Riesenproblem, bis der seine Einbürgerung kriegt, dass der überhaupt für Olympia ein Startrecht bekommt etc. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Sarah ist. Das ist richtig. Bei olympischen Sportarten, da ist es so, muss ja die nationale, wie sagt man denn, die Staatsangehörigkeit haben. Bei den nicht-olympischen Sportarten ist es nicht so. Also sie muss hier in einem deutschen Verein sein, der dem Bob- und Schlittenverband für Deutschland angeschlossen ist und kann dann für Deutschland starten. Aber wie ist es denn, wenn ihr Tatsache wieder olympisch werdet? Und das ist ja für 2022 ernst im Gespräch. Also ist ja nicht nur so ein Traum, dem da irgendwie nachgehangen wird. Ja. Nein, das ist richtig. Und da muss man dann sehen, was man tut. Und da wird es eventuell auch eine doppelte Staatsbürgerschaft oder auch einen Wechsel geben müssen, wenn sie weiter für Deutschland fahren will. Damit könntest du gut leben? Also sagst du, Deutsch-Italienerin, das wäre, oder italienische-deutsche, das ist so kein Problem? Na, das ist für mich absolut kein Problem. Okay, wie ist es mit der Küche? Ich meine, Südtiroler Küche, ja, viele fahren ja, ich ja auch, oft in den Urlaub nur deswegen dahin, gebe ich ehrlich zu. Das Wandern und so, ja, das nehmen wir nebenbei mit. Ja, man kann sich auf den umstellen. Ja, also. Das passt schon. Okay. Dann haben wir vom Team her ein gutes Abschneiden gehabt beim ersten Weltcup. 3 Frauen, 3 unter den Top 10, 7, 9 und 10. Also bei den Frauen wart ihr soweit zufrieden? Bei den Frauen waren wir zufrieden, jawohl. Wie gesagt, bei der Sarah dauert es einfach, bis man sich aufs neue Material einstellt. Da kommt es darauf an. Jeder hat einen anderen Fahrstil. Da muss man Abstimmungsarbeit machen. Aber ich denke, wir haben es für das erste Weltcuprennen ganz gut hingekriegt. Wir werden sehen. Wir arbeiten natürlich nach wie vor dran. Und wir werden mal sehen, wie es beim zweiten Weltcup
der Anfang Januar stattfindet, laufen wird. Wir hören gleich mal noch jemanden aus eurem Team, nämlich, und da kommt die Namensbekanntschaft dann gleich ganz groß hoch, Michaela Nimitz, die ja schon seit einigen Jahren fährt, 2016 auch deutsche Meisterin war. Sie ist Neunte geworden in Kütahya und wir hören mal, wie sie so den ersten Weltcup Revue passieren lässt. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich von der Bahn her, ich dachte vom Anschauen erstmal am Anfang, dass sie relativ schwierig wird, bin dann aber eigentlich spontan relativ gut zurechtgekommen. Die Schwierigkeit war, denke ich, so die vierte und dritte Kurve. Da hat man sich erstmal ein bisschen umgewöhnen müssen, aber ansonsten, die Bahn verzeiht halt keinen Fehler, weil sie eben so kurz ist und da muss man halt von Anfang an Gas geben. Nicht 100%, aber ich sage mal dafür, dass wir auf der Bahn vorher nicht fahren konnten oder plus drei kurze Läufe mal hatten am Dienstagnachmittag nach der Arbeit, war natürlich relativ stressig, aber dafür relativ zufriedenstellend. Also ich finde es schon relativ schwierig, weil wir eben vorher nur so wenig Training hatten. Die Saison beginnt gerade erst, man hat vorher auch kaum Fahrten gemacht. Es braucht ein bisschen, bis man sich eingewöhnt. Ich brauche zumindest immer ein bisschen, aber es hat dafür dann ganz gut geklappt heute. Das ist schwierig zu sagen, weil wir hatten natürlich Vereinzelte, die wirklich Probleme hatten. Aber ich denke, für den ersten Lauf, und einige haben ja gar nicht trainieren können, war es ein gutes Resultat. Das auf alle Fälle. Also ich hoffe, dass noch öfters Top-10-Platzierungen rausspringen. Das wäre mein Wunsch oder meine Hoffnung für diese Saison. Ja, die Frauen haben ein gutes Ergebnis abgeliefert. Bei den Männern, da kann man sagen, also da ist noch deutlich Steigerungspotenzial da. Wenn wir da gucken, da war dann der Christian Wiechern auf Platz 17, der Josef Limmer auf 18, Marius Schmelzer auf der, nee, der war 18., der andere war 17. und der Oliver Schiller auf der 20. Also da ist schon noch eine Menge Luft. Ist schwieriger, weil die Männer einfach viel stärker die Konkurrenz ist? Genau. Also bei den Männern ist es ungleich schwieriger. Erstens mal ist die Leistungsdichte unheimlich groß und man muss schon sagen, wir messen uns hier in Deutschland als Amateursportler mit mehr oder weniger Profisportlern. Also ich sage mal Österreich, Italien, da geht schon fast in den Profisport hinein, Russland auch, ganz klar. Und unsere Athleten müssen arbeiten. Wir haben hier in Deutschland keine Bahn, die vor der Saison befahrbar ist. Das heißt, wir können nur am Wochenende trainieren. Wir fahren am Wochenende nach Österreich, nach Italien auf die hochgelegenen Bahnen. Und ich sag mal, wenn du eine Bahn vor der Tür hast, dann kann man da natürlich auch nach Feierabend trainieren oder tagsüber, wenn man wie bei den Russen, die hier stationiert sind über den ganzen Winter und von einer Bahn zur anderen zum Training fahren. Ich bin froh, dass Sarah nicht nach Russland gewechselt ist. Ja. Genau. Also das sind so die Probleme, mit denen wir kämpfen. Und auch, ich sag mal, man braucht einen Arbeitgeber, der Verständnis hat für den Sport, um für die Rennen und auch fürs Training die Athleten freizustellen. Das sind so Sachen, mit denen man ständig kämpft im Prinzip. Wo ich geschaut habe, Kütahya war in den vergangenen Jahren immer der Auftakt in den Weltcup und war ein Parallelweltcup. Sprich, zwei sind gegeneinander gefahren, was das Ganze für den Zuschauer optisch ja sehr spannend macht. Weil im Prinzip sofort zu sehen ist, der als erster über die Ziellinie fährt, ist der Gewinner oder die Gewinnerin. In diesem Jahr ein Einzelrennen, also so klassisch. Für dich besser oder hättest du es eher gemocht, dass es wieder nach wie vor diese Parallelkonkurrenz gibt, die ja dann auch so ein bisschen, ja, noch dieses richtige Kopf-an-Kopf-Rennen dann hat? Andererseits ist parallel schon interessant. Aber ja, starten ist für mich nie gut gegangen. Und parallel, da ist viel Reaktionszeit gefragt, ja, und überhaupt nicht. Und deswegen ist mir schon zugute gekommen, dass heuer kein Parallel war. Bist du eine Trödelstarterin? Ja. Ach so. Ja gut. Dabei, du bist ja beruflich Steinmetz. Genau. Dabei muss doch eigentlich gerade Armzug sollte doch da sein. Also eigentlich müsstest du doch wie ein Katapult da rausschnellen. Kraftausdauer habe ich schon. Kraftschnelligkeit eher nicht so. Aha. Was war denn der Grund, dass es kein Parallelwettbewerb war? Ja, der Grund war, dass wir im Fokus des IOC stehen für die Aufnahme ins olympische Programm. Und es waren Leute da, die diesen Bewerb begutachtet haben. Und wir wollten natürlich einen Bewerb,
ausführen, der dann auch so, wenn es kommt, als Olympiabewerb stattfinden kann. Und das wäre nicht das Parallelrennen, sondern okay. Das wäre fürs erste Mal nur das ganz normale Standardrennen, wie es eben auf der Kunstbahn auch ist. Also da werfen eventuelle Sachen schon weite Schatten voraus mit den IOC-Leuten, die dann kommen. So eine, man nennt es so eine Art Vor-Evaluierungskommission, glaube ich, nennt man ganz das. Genau. Ganz umständliches Wort. Und ist aber spannend, was dann draus wird. Mhm. Du hast angesprochen, Thomas, das Problem oft für die Deutschen ist ja diese Trainingsmöglichkeiten und natürlich dann die Situation, spielt der Arbeitgeber mit oder nicht. Ihr habt ja mit der Theresa Maurer eine ganz junge Athletin, die diesen Winter wahrscheinlich nicht starten wird, die ja Vize-Weltmeisterin bei den Juniorinnen war, den Juniorinnen-Weltcup gewonnen hat, auch bei den Senioren schon sehr erfolgreich im Weltcup war. Ich habe sie getroffen beim Wandern, witzigerweise, vor ein paar Monaten am Schachen oben. Und da hat sie schon gesagt, die ist ja, das geht nicht raus, sie kriegt nicht frei vom Arbeitgeber. Ja. Da gibt es keine Möglichkeit in irgendeiner Form, auch wegen mit Ausgleichszahlung oder so, ich weiß nicht, wie euer Budget ist. Ja, schwierig. Es werden einfach nicht olympische Sportarten hier in Deutschland nur sehr, sehr gering gefördert. Die meiste Förderung geht in die olympischen Sportarten und da sind wir einfach so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Wie war es denn, als bekannt wurde, dass Sarah wechselt? Wird es mit Hallo im Team aufgenommen oder ist, weil die Konkurrenzsituation natürlich ja dann auch bei den Frauen anders ist und ohne jetzt zu sagen, da gibt es eine Stutenbissigkeit, sagen alle super oder sagen manche, naja, also warum müssen wir jetzt jemand Fremdes dazu nehmen? Nein, also überhaupt nicht. Wir haben eine ganz gute Stimmung im Team und auch wie das, es war ja schon vorher irgendwo im Gespräch, also es war ja nicht jetzt komplett neu, sondern man wusste es ja schon seit Ende der letzten Saison, dass da eventuell was kommen wird und es war also jetzt nicht ganz plötzlich für die Athleten und also wie gesagt, wir sind ein relativ junges Team und es ist eine sehr, sehr gute Stimmung im Team. Mhm. Höhepunkt für euch wird die Europameisterschaft sein. Nehme ich an, auch für dich? Oder sagst du, nee, die Weltcuprennen einzeln als Möglichkeit, sich zu steigern, sind dir da doch bedeutender, weil der gesamte Weltcup zählt einfach mehr? Also Ziele für die heurige Saison habe ich absolut keine. Ich sehe das eher als Vorbereitungsjahr für nächstes Jahr, für die Weltmeisterschaft. Mal zu schauen, mit dem Material zurechtzukommen, immer noch weiter nach vorne zu starten, zu formen und schauen wir es noch das nächste Jahr nachher wird. Aber wenn ein Podestplatz rausspringt, sowohl Weltcup wie EM, also dann nimmst du es schon gern mit? Ja, absolut. Okay. Wie ist es bei euch vom Verband sozusagen für euch? Habt ihr eine Zielvorgabe? Bekommt ihr eine auch vom Bob- und Schlittenverband? Nein, wir bekommen keine Zielvorgabe, aber wir wollen natürlich so gut wie möglich abschneiden, ganz klar. Weil ein Sportler ist ja immer darauf bedacht, einfach ein gutes Ergebnis zu erzielen, sonst würde er den Sport nicht betreiben. Also wie gesagt, wir wollen natürlich schauen, dass wir den einen oder anderen Podestplatz bekommen. Bei den Damen sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Und bei den Herren, naja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und Anfang Februar ist auch die Juniorenweltmeisterschaft. Ganz genau. Bei den Problemen, kann man ruhig sagen, die du vorhin aufgezählt hast, wie leicht, wie schwer ist es denn für euch, Nachwuchs ranzuführen an diesem Sport und auch zu halten? Weil spektakulär ist es ja schon und sicherlich Spaß macht es auch, aber wenn auf Dauer zu erkennen ist, das frisst die gesamte Freizeit und es ist irgendwie nicht so richtig die Unterstützung da vom großen Verband? Ja, die Unterstützung vom großen Verband ist schon da, nur ich sag mal, die Athleten selber müssen den Ehrgeiz mitbringen, sie müssen die Motivation mitbringen. Solange sie in der Schule sind, geht es eher etwas besser. Weil also mit den Schulen haben wir also wenig Probleme. Aber in dem Moment, wo man dann in die Lehre oder in die Ausbildung kommt, da ist man dann immer angewiesen auf den Arbeitgeber. Was sagt denn die eigene Tochter, dass der Papa so im Verband da so tätig ist? Ist es leicht für sie? Reibt sie euch ab und zu mal? Als Athletin, ich kenne es früher, mein Papa war mein Trainer. Also wir haben ja Trainer, wir haben zwei Trainer, die für einen deutschen Verband arbeiten und ich halte mich da so ein bisschen raus, weil der Prophet im eigenen Land, der erzählt immer nicht ganz so viel, aber nein, wir verstehen uns ganz gut und ich helfe ihr auch immer wieder beim Material richten, also das geht ganz gut. Okay. Wir haben also ein ganz gutes Verhältnis. Dann sage ich an der Stelle, danke euch beiden, dass ihr da wart und dass es weiterhin aufwärts geht und da ziehst du die anderen Mädels gleich mit, die Jungs auch am besten. Das wäre doch gar nicht verkehrt, wenn alle sozusagen auf dem Bachmann-Zug dann zack weiter nach vorne wollen. Viel Erfolg für die nächsten Rennen. Danke euch. Danke. Danke. Kommende Woche, da machen wir den Jahresrückblick. Ja, bei uns ist es so, erst am Ende eines Jahres schauen wir zurück und fangen nicht schon im September an, wie manche anderen machen Jahresrückblicke. Und dann bei uns als Gast Simon Pearce.
Schauspieler, Kabarettist, Autor aus München. Und ja, man muss es auch sagen, Fan des TSV 1860. Und auch die 60er haben ja nun mal im vergangenen Jahr für Schlagzeilen in großer, großer Vielfaltigkeit gesorgt. Wir werfen einen Blick zurück, eben, was war los bei den Münchner Löwen mit diesem Zwangsabstieg dann nachher in die Regionalliga Bayern. Rückkehr wieder ins Grünwalder Stadion. Wir gucken, was hat der FC Bayern so erlebt. Da gab es ja Trainerwechsel, ganz ungewöhnlich in der Saison. Klar, Eishockey, Meister, EHC, Red Bull München und, und. Also kommende Woche dann der hoffentlich sehr humorvolle Jahresrückblick mit Simon Pierce. Und für diese Woche, da war es das. Ich sage Servus für dieses Jahr und dann 2018. Da schlagen wir dann wieder zu. Bis dahin, auf Wiedersehen.